Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Seit mehr als 10 Jahren sind wir in ganz Österreich unterwegs, um die schönsten Gärten zu entdecken, und zwar in eindrucksvoller Naturlandschaft. Heute sind wir im Tiroler Lechtal in Stanzach. Hier haben wir einen zweigeteilten Garten entdeckt, voller Gemüse und voller Obst. Und den will ich Ihnen heute zeigen, und das sind unsere weiteren Themen. Die Kastanien sind reif, wir sind nach wie vor im phänologischen Kalender im Vollherbst. In der Gartenpraxis pflanzen wir bereits für das nächste Frühjahr wühlmaussicher Tulpen. Und Marlene zeigt uns einen herbstlich fruchtigen Dekospieß. Und einem Apfelbaum stehe ich mit der Andrea Kerle. Ein alter Garten, aber ein zweigeteilter Garten. Wir sind ja auf 1000 Meter Seehöhe und das Garteln da herum ist alles anders. Ja, man gewöhnt sich dran, aber es ist schön. Du hast da einen Marillenbaum zum Beispiel, ja. Was ganz was Tolles. Ja. Wann erntet ihr? Im September. Pfirsich stehen auch daneben? Pfirsich haben wir ganz, ganz viele und die gedeihen sehr gut. Also bei uns gedeiht alles, nur ein bisschen später. Was interessant ist, vor dem Haus steht ein riesiger Nussbaum. Ja. Und das auf 1000 Meter Seehöhe ist eigentlich gar nicht so normal. Ja, habe ich auch einen Kampf gehabt damals mit dem Blumenhändler. Er wollte mir nicht gehen. Er hat gesagt, im Außerfern geht es nicht. Er hat gesagt, gehen machen, schauen wir mal. Ich habe ihn dann gesetzt an einem ganz falschen Platz. Ich habe ihn einfach in meiner Euphorie mitten in den Gemüsegarten gesetzt und bin dann irgendwann draufgekommen, oje, der wird aber hoch. Und dann hat mein Mann, nachdem er schon 4 Meter hoch war, den ausgegraben. Wir haben ihn dann als Hausbaum vor unser Haus gesetzt und der hat Nüsse. Er wächst, er gedeiht. Die Spechte haben ihre Freude mit unseren Nüssen und die Elstern und die Eichelhäher. Mir auch. Ab und zu ernten wir schon auch. Ein wunderbarer Garten, vor allem der Gemüsegarten hat es mir angetan, den schauen wir uns gleich noch an. Zunächst aber schauen wir auf die Gartentullen. Was ist denn jetzt im Garten zu tun? Herbstlicher Duft liegt in der Luft, die Kastanien sind reif, die Nüsse werden geerntet, wir sind im Vollherbst. Eine der schönsten Zeiten nehme ich im Garten dafür, dass wir neue Pflanzen setzen. Jetzt ist die beste Pflanzzeit für alle Gehölze, für Rosen, für Hecken, am preiswertesten jetzt zu bekommen, zum Beispiel wurzelnackte Pflanzen, genauso wie Staudenbeete, die werden jetzt angelegt. Boden vorbereiten und die Stauden sofort pflanzen, dann gibt es im kommenden Jahr schon ein kräftiges Wachstum. Frostempfindliche Kübelpflanzen, wie zum Beispiel die Pelargonien, also die Geranien, die Fuchsien, die Bougainvilleen, die werden jetzt schon ins Haus gebracht, denn die Nächte sind schon sehr, sehr kalt. Einige andere Kübelpflanzen sind aber deutlich weniger frostempfindlich, wie zum Beispiel die Olive, die Hanfpalme oder der Oleander. Sie stellt man jetzt zum Haus, etwas vor Regen geschützt, und bringt sie dann viel, viel später ins Haus. Natürlich müssen sie im Winter eingeräumt werden, aber die nächsten kalten Nächte sind für diese Pflanzen sogar gut, weil sie das Wachstum bremsen. Und jetzt ist auch die Zeit zum Tulpenzwiebelsetzen. Wir denken jetzt schon an den Frühling. Da haben wir zum Beispiel so eine wunderbare Tulpenzwiebel. Tulpen kommen ja ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerbereich und noch weiter im Osten. Die haben eine Vorliebe, sie wollen einen durchlässigen Boden. Wenn man Tulpen pflanzt, dann passen sie natürlich am besten zu anderen Stauden. Wir setzen sie in ein Staudenbeet. Bei den Tulpen gibt es unterschiedliche Wuchshöhen, ganz niedrige. Zum Beispiel hier haben wir diese botanischen Tulpen. Die sind zum Beispiel für den Steingarten ganz ideal. Nur etwa 10, 15 cm hoch mit ganz, ganz kleinen Zwiebeln. Aber sie sind schon richtige Tulpen. Und das hier, das ist zum Beispiel so eine große Darwin-Hybride, wie sie heißt. Die werden etwa 60 cm hoch und haben in der Zwiebel schon alles angelegt für die Blüte im kommenden Frühjahr. Wie werden sie gepflanzt? Am besten so, dass keine Wühlmäuse dazukommen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, wie man so eine Tulpe wühlmaussicher in die Erde hineinbringt. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder man kauft sich solche fertigen Wühlmauskörbe. Das ist ein verzinktes Sechseckgeflecht, schon zu einem Korb zusammengefügt. Und da kann man dann relativ viele Zwiebeln hineinsetzen. Oder noch einfacher und noch preisgünstiger, man fertigt diese Körbe selbst an. Und das geht relativ einfach. Da haben wir zum Beispiel so einen fertigen Korb.
Man nimmt seine Tonschale und fügt das Gitter außen rundherum. Mein Tipp bei dem Ganzen, das Zusammendrehen des Randes oben noch nicht durchführen, denn so manche Wühlmaus kommt auch von oben natürlich hinein. Und ich habe das eigentlich immer ganz gern, dass ich dann erst beim Pflanzen im Pflanzloch das Gitter zusammendrehe. So, Schale herausnehmen und dann haben wir den Korb und dann wird gepflanzt. Wichtig ist der Boden, dass man den gut vorbereitet. Und bei den Tulpen ist es ganz besonders wichtig, dass der Boden wirklich gut durchlässig ist. Darum werden ja die meisten Tulpen in Holland gezogen, wo der Boden sandig ist. Und daher geben wir in das Pflanzloch unbedingt Sand hinein. Auch zum Aufschütten Sand. So, wenn Tulpen gepflanzt werden, dann geben wir ihm zur Sicherheit dieses Gitter hinein. Beim Pflanzen der Tulpen immer aufpassen. Tulpen müssen so aufrecht gepflanzt werden. Man sagt, die zweifache Höhe der Zwiebel ist die Tiefe, wie man sie pflanzt. Man kann sie auch tiefer setzen, aber das ist die Mindesttiefe, wie man sie setzen muss. Solche Tulpenzwiebeln sollte man immer aufrecht setzen. Wenn man zum Beispiel Wildtulpenzwiebeln, diese kleinen botanischen, setzt, die kann man zum Beispiel in so einem Kiesbett aufstreuen und mit etwas Kompost und Kies bedecken. Die richten sich dann in die richtige Richtung. Genauso wie wir schon gemacht haben bei Wildgehölzen, bei Wildsträuchern mit Krokussen, Blausternchen und Schneeglöckchen, die einfach aufgestreut werden und mit Kompost bedeckt werden. So, dann wollen wir pflanzen. Gitterkorb hinein. Etwas Erde einfüllen. Solche Tulpen setzt man immer am besten in Gruppen, das schaut am besten aus. Und ich habe oft in englischen Gärten gesehen, dass sie solche Tulpenzwiebel auch in zwei Lagen setzen, dann schaut es noch interessanter aus. So, immer die schönsten und dicksten Zwiebeln nehmen. So, wir setzen da jetzt 8 Zwiebel, das passt. Und jetzt füllen wir gleich auf mit dieser sandigen Erde. Übrigens, Tulpen können im Boden drinnen bleiben, also auch nach dem Abblühen. Sie müssen einziehen, das ist einmal das Wichtigste. Wenn der Boden dann an dieser Stelle im Sommer relativ trocken ist, ist die Erde im Sommer feucht, gibt es im nächsten Jahr keine Blüte. Denn das Ausreifen der Tulpenzwiebel erfolgt immer erst dann, wenn im Sommer die Trockenheit bei der Zwiebel ist. Daher hat man ja früher auch immer die Tulpenzwiebel ausgegraben. Ich sage immer, die Oma hat das immer gemacht, hat sie in eine Obstscheige gelegt und hat sie im Keller übersommert. Und dort ist diese Trockenphase quasi gewesen und die Zwiebel hat dann innerlich die Tulpenblüte angesetzt. So, und jetzt wird der Gitterkorb zusammengelegt und die Tulpe wächst dann da durch und ist absolut vor Wühlmäusen geschützt. Die Tulpen sind ein Leckerbissen für die Wühlmäuse, die Narzissen werden aber von den Wühlmäusen nicht angerührt. Die braucht man nicht schützen. Aber die schützen wir und dann kann nichts passieren. Und wenn man solche Nester, einige im Schaudenbeet macht, dann schaut das besonders attraktiv aus. Alle Informationen zur Sendung, auch wie man solche Tulpen wühlmaussicher pflanzt, finden Sie auf unserer Homepage unter naturimgarten.at. Und Sie wissen ja, da können Sie auch gewinnen, schöne Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen im kommenden Jahr. Und die Frage ist diesmal ganz einfach, wie tief sollte man, Pi mal Daumen, die Tulpenzwiebel setzen? Und jetzt noch einige interessante Termine, die ich für Sie ausgewählt habe. Am 13.10. ist ein Gartenworkshop unter dem Thema Winterquartier für Oleander, Zitrus und Co. in Schloss Hof in Niederösterreich. Zurück vom niederösterreichischen Tulln in die Postkarten-Idyll des Tiroler Lechtales, in den Garten von Andrea Kerle. Ein wunderbarer Gemüsegarten, der zweite Teil des Gartens, aber eigentlich der ältere. Ja, genau. Wir haben damals den Garten schon gehabt, bevor wir Hausbauen angefangen haben, damit die Kinder einfach auch fein spielen können, dass wir uns schon ein bisschen ernähren können vom Obst und vom Gemüse.
Und es war immer der Spielgarten oder eben der Nutzgarten. Und beim Haus war der schöne Garten. Aber es war ihnen wurscht, sie haben trotzdem beim Haus Fußball gespielt. Deswegen war er halt dann weniger schön am Anfang. Aber jetzt passt es in der Zwischenzeit. Und jetzt ist für die, sind schon die Enkelkinder, oder? Jetzt sind schon die Enkelkinder da. Die dürfen jetzt da schon spielen und ja, und freuen sich. Du hast mir geschrieben, der Garten ist so ein dynamischer Garten. Er ist wirklich mitgewachsen mit den Bedürfnissen unserer Familie. Zuerst war einfach eine Sandkiste da und Gemüse und ein paar Kräuter. Und mit der Zeit hat sich mein Wissen erweitert. Die Kinder haben andere Bedürfnisse gehabt. Es hat dann eine Rutschbahn plötzlich gegeben. Und vor allem die Pflanzen sind andere geworden, weil man einfach dann einen großen Apfelbaum gehabt hat und dann haben wir noch Riedelstauden dazu gesetzt und eben, und es ist immer noch in der Dynamik. Es wird immer wieder was Neues dazu gesetzt und ich denke, die Entwicklung, die ist schön beim Garten, dass es nicht so ist und so bleibt es ewig. Du hast viel Gemüse da, sehr viel Kraut, habe ich gesehen. Mhm. Das gehört dazu, oder? Ja, Kraut gehört dazu. Kraut mögen wir so gern als Sauerkraut. Was haben wir da hinten noch? Sehr viel Zwiebel gehört auch dazu. Erdäpfel hast du auch? Kartoffeln? Ja, heuer sind die Kartoffeln ein bisschen, lassen sie sich ein bisschen betteln, aber so ist es. Es ist jetzt ja irgendein anderes Gemüse, das besonders gut gedeiht und das andere wieder weniger so gehört. Das ist eben auch Dynamik. Borretsch, Ringelblumen, Malma, das ist eine Vielfalt an Blüten und so viele Bienen da. Das ist ja eigentlich das wirkliche Herz des Gartens, oder? Der Kräutergarten. Ja, die Blumen und Kräuter mag ich total gern, ja. Ja, das hat eigentlich angefangen mit den Kindern, wo ich mir gedacht habe, ich möchte für meinen, damals für den ältesten Sohn, ich möchte gern einfach ein eigenes Öl für ihn machen. Und dann habe ich das hab ich von der Oma gelernt, habe Johanniskraut gehabt und habe eben Ringelblumen dann gesetzt. Und habe eigentlich ganz klar angefangen mit Johanniskraut, mit Ringelblumen und Kamillen, weil die habe ich gekannt. Und dann hat sich das halt mit der Zeit erweitert. Und in der Zwischenzeit gehe ich so, eben jetzt ist Vollmond momentan, gehe ich dann einfach an einer bienenbesuchten Zeit durch meinen Garten und pflücke einfach alles, was ich mag und was ich kann und kenne. Und dann tue ich es entweder als Tinktur oder als Öl einmal ansetzen. Und ergänzt es dann immer wieder, weil nicht alle Kräuter wachsen zur gleichen Zeit. Also ich mache immer Mischung, Mischöl, Mischtinktur. Vom Garteln, Gartenarbeit, wie definierst du denn die? Ja, manchmal ist Knochenarbeit, also wirklich, es ist auch nicht immer fein. Manchmal ist es ja wirklich, jetzt muss es dann da. Aber prinzipiell finde ich es einfach doch fein, weil ich im Garten, in der Gartenarbeit ganz viele Schwerpunkte sehe. Ich habe Solarium, ich habe Fitness, ich habe Gesundheit. Es freut mich, immer wenn ich in den Garten gehe, dann freue ich mich, weil es einfach schön wächst oder gut gedeiht. Es schmeckt gut, was man erntet. Man lernt auch, manchen Frust auszuhalten. Es ist manchmal schon ärgerlich, wenn das ein oder andere nicht gedeiht oder irgendwelche Schnecken dann die Pflanzen wieder zusammengefressen haben. Aber ich denke, das gehört auch dazu, so diese Frustrationstoleranz, die man da entwickelt. Man wird kreativ oder man ist kreativ. Ja, man braucht Fantasie, man braucht Ideen, man kann sich verwirklichen im Garten. Ja, das alles ist für mich Garten. Und dieses Wissen gibst du auch den Leuten weiter. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Zunächst aber schauen wir zu unserer Floristin Marlene. Ich bin schon gespannt, was sie uns heute zaubert. Für mich gibt es ja fast nichts Schöneres als den Herbst. Ich bin immer wieder fasziniert von den Farben und von den Formen. Und am schönsten ist es, mit den Naturmaterialien etwas zu gestalten, mir was zu überlegen, auszusuchen und das dann zu verwirklichen. Und manchmal entstehen da auch ganz große Sachen. Aber ich möchte Ihnen heute gerne was ganz Einfaches zeigen. Etwas, das Sie zu Hause ganz leicht nachmachen können, das Ihr Zuhause ein bisschen herbstlich verzaubert und das für jede Einladung oder für jedes kleine Fest eine schnelle Deko-Idee ist. Meinen herbstlichen Dekospieß. Wir brauchen dazu einen Topf aus Ton oder Keramik. Der kann rund oder eckig sein. Ich habe heute einen eckigen Topf in Grau mitgebracht. Der passt bei mir zu Hause zu allen anderen Töpfen super dazu. Und er ist ein toller Kontrast zu den roten Äpfeln. So, und unseren Topf befüllen wir jetzt einfach mit Kies. Wenn ich einen Dekospieß mache, der ein bisschen höher ist, verwende ich gern so eine Trockensteckmasse, dann haltet er noch ein bisschen fester. Und in diesen Topf kommt jetzt so ein Holzstab,
So einen Holzstab bekommen Sie beim Gärtner oder beim Floristen. Die verwenden wir meistens zum Abstützen für großblütige Pflanzen, wie zum Beispiel der Hortensie. Also vielleicht haben Sie so einen Spieß sogar zu Hause. Den stecken wir jetzt in die Mitte. Der Spitz, der normalerweise in der Erde steckt, der schaut bei uns jetzt nach oben. Und zur Fixierung legen wir uns ein paar Steine drauf. Und wenn wir uns das so vorbereitet haben, dann kann es schon losgehen. Wir brauchen dazu verschiedene bunte Herbstblätter. Ich habe uns heute einen Ahorn mitgebracht, das ist auch mein Lebensbaum. Dann Nussblätter und Birnenblätter und vom Feitschi, die haben so eine schöne bunte Herbstfärbung schon. Und ein Efeu, der hat eine besonders schöne Zeichnung jetzt. Und diese Blätter stecken wir jetzt einfach abwechselnd auf unseren Spieß drauf. Und jetzt kommen die Äpfel. Bei den Äpfeln, also wenn Sie auch so gerne Früchte verarbeiten im Herbst wie ich, dann habe ich für Sie einen kleinen Tipp mit einer Zitrone. Die schneiden wir einfach an den Enden ab. Und mit einem Holzsteckerl fahren wir da durch und reiben uns den Holzstab ein. Und mit dem Stab kann man sich dann ein Loch in die Frucht machen und da wird der Fäulnisprozess aufgehalten und dann haltet sie besser. Und damit bohren wir uns jetzt einfach das Loch vor. Und dann kann unser Apfel auf unseren Spieß drauf. Dann brauchen wir wieder abwechselnd ein paar schöne Blätter. Was auch sehr nett ist, wenn Sie zum Beispiel ein Blatt über den Finger rollen und dazwischen zur Auflockerung ein paar gerollte Blätter draufspießen. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Physalis. Die Zierphysalis ist ja für uns Floristen sowieso eine der Highlights im Herbst. Und dann kann es schon weitergehen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich die Stiele der Blätter da dran gelassen habe. Das habe ich ganz bewusst, weil ich finde, dann kriegt der Dekospieß ein bisschen eine wilde, natürliche Note. Also ich schaue, dass das immer in alle Richtungen ein bisschen ein Stiel auf die Seite schaut. Dann kann man sie wieder eine Rolle dazwischen machen. Und als Abschluss habe ich mir noch was überlegt. Entweder wir enden, so wie bei dem Hortensienspieß, mit einer Blüte oder einer Frucht. Das wäre bei uns dann eine Physalis. Oder ich habe letzte Woche für meine Gäste Gulasch gekocht und habe mir den passenden Dekospieß mit roten Zwiebeln, Chili und Paprika gemacht. Und als kleine Warnung habe ich feuriges Gulasch mit einem Lackstift auf ein Efeublatt geschrieben. Was ich aber auch sehr nett finde, ist, wenn wir das Ende einfach mit ein paar bunten Bändern, natürlich in der Farbe passend, also in Rot und Orange, garnieren. Das heißt, einfach oben anbinden. Und ich bin mir sicher, dass auch Sie hier zu Hause mit so einem Spieß herbstlich verzaubern. Andrea, wir haben schon viel über dein Gemüse und vor allem über dein Kräuterwissen gehört.
Wie gibt man eigentlich dieses Wissen weiter? Das ist ja etwas, du bist Pädagogin, versuchst du das auch so den nächsten Generationen weiterzugeben? Ja, ich mache Vorträge über Kräuter, aber ich lebe es einfach. Also ich mache Kräutertinkturen, ich mache Kräuteröle und meine Kinder sagen dann, Mama, ich brauche jetzt wieder eine Tinktur. Und also die Schwiegertöchter zum Beispiel fangen jetzt auch schon langsam an, Kräuter anzubauen. Und sagen, Andrea, wie hast du das gemacht? Oder wie geht denn das? Und vielleicht ist es so ähnlich wie damals bei meiner Oma, weil meine Oma hat immer Johanniskrautöl gehabt. Und wenn irgendeine Kleinigkeit passiert ist, ist sie immer sofort gelaufen und hat das Johanniskrautöl eben uns dann gebracht. Und ich habe dann gefragt, Oma, wo wächst denn das Johanniskraut überhaupt? Und dann hat sie gesagt, ja, da und da. Und ich bin schauen gegangen und habe gedacht, ach, gelbes Blümchen, ich habe. Nein, hat sie gesagt, das ist es nicht. Und dann sind wir halt dreimal, viermal hin und her, bis sie mir es dann gezeigt hat. Und von da an habe ich es gewusst. Und ich denke, das ist so. Ich sage meinen Kindern, das oder das ist für das Kraut ist für das Leiden oder das ist das Kräutel eben. Waldmeister zum Beispiel eben auch, das ist auch nicht so häufig. Und dann wissen sie es, dann riechen sie es und dann können sie auch mit dem was anfangen, weil es in die Tinkturen drin ist. Und dann seien sie auch motiviert. Und ich denke, das ist es. Es ist immer die Motivation und nicht unbedingt das Schulbuchwissen. Da passt unser Buchtipp heute haargenau dazu: Pflanzenschätze der Ahnen. Ellen Huber hat hier in einem wirklich umfangreichen Werk alle möglichen Kräuter und Wildpflanzen vorgestellt. Sie zeigt, wie man sie verarbeitet, sie zeigt, wie man sie findet und sie zeigt die Wirkung dieser Kräuter auf. Ein herrliches Buch, das im Freier Verlag erschienen ist. Und den Werner Gammerit, den kennen wir. Der hat vor einigen Jahren schon ein wunderbares Buch über das Lechtal geschrieben. Und das möchte ich Ihnen auch noch einmal ans Herz legen, weil so wunderschöne Bilder drinnen sind über die Naturlandschaften in diesem Tal, aber auch über die vielen Pflanzen und Tiere, die hier wachsen. Herrliche Aufnahmen von Werner Gammerit, dessen Naturgarten wir vor einiger Zeit einmal mit unserer Sendung besucht haben. Erschienen ist dieses Buch im Tirolia Verlag. Informationen zum Thema Garteln gibt es wie immer jedes Monat in der ORF-Nachlese. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns anrufen am Natur im Garten-Telefon von Montag bis Freitag. Und da gibt es natürlich jetzt immer wieder die Frage, der Kompost ist fertig. Soll ich den jetzt im Herbst schon ausbringen? Grundsätzlich wird der Kompost, also die Düngung im Garten, im Frühjahr durchgeführt. Jetzt im Herbst brauchen die Pflanzen keine Nährstoffe. Aber dennoch, die Beete abdecken mit gehäckseltem Laub. Und das mache ich folgendermaßen. Das Laub zuerst auf den Rasen geben, noch einmal mit dem Rasenmäher drüber fahren. Dann mischt sich das Ganze mit dem letzten Rasenschnitt. Und diese Mischung aus Laubhäcksel und Rasenschnitt ist ein idealer Polster. Da bleibt der Boden drunter feucht. Und da drinnen überwintern auch viele, viele Nützlinge. Im Frühjahr wird dann der Kompost ausgebracht und das auch gleich ganz wichtig, etwa 6 Liter, also ein halber Eimer pro Quadratmeter. Das reicht aus. So, das war's für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Natur im Garten. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Garteln. Andrea, jetzt gibt's noch eine Runde. Gemüse oder Kräuter? Was ist wichtiger? Kräuter. Natur oder geordnete Vielfalt? Geordnete Vielfalt. Duft, Blüte oder Grün, was ist wichtiger? Duft und Blüte. Alleine gärtnern oder lieber zu zweit gärtnern? Lieber zu zweit. Pflanzen selber ziehen oder kaufen? Beides. Liegestuhl oder Scheibtruhe? Scheibtruhe, wenn Arbeitszeit ist, Liegestuhl beim Entspannen. Frühling oder Herbst? Frühling. Ein Tag ohne Garten ist für mich langweilig. Meine Lieblingspflanze ist? Johanniskraut. Genial in meinem Garten, finde ich. Dass er sich mit uns mitentwickelt, mit den Bedürfnissen unserer Familie, mit mir, mit meinem Wissen. Ja. Verbesserungswürdig in meinem Garten, finde ich? Noch vieles. Das entwickelt sich eben auch. Es gibt immer was, was man wieder neu machen mag. Und mein Motto im Garten lautet? Mit Geduld und Freude zu arbeiten.